grüße euch herzlich. Heute machen wir wieder dann eine Bodywork-Stunde und am Ende werden wir unterschiedliche Po- und Bauchübungen durchführen. Also wir wärmen jetzt schön auf und bei der ersten Hälfte machen wir dann auch High-Intensity-Übungen. Aber ich werde natürlich die Modifikationen euch zeigen. Also wenn du da nicht springen kannst, das ist auch nicht schlecht. Hauptsache, dass du da nicht stehen bleibst, sondern also entweder auf den Platz marschierst oder Step-Touch machen würdest, das passt so. Aber ich zeige euch, wie gesagt, dann die leichtere Version. Also bei den Übungen. Gut, jetzt starten wir mal. Ich starte meine Musik jetzt. Du kannst zu Hause deine eigene Musik, eigene Lieblingsmusik verwenden. Und auf jeden Fall, ich möchte meine eigene, also meine Ohrhörer sind in meinen Ohren jetzt. Okay, dann starten wir. Gut, Marsch auf der Stelle. Links, rechts, 4, 3, 2, gut, jetzt atmen, tief ein durch die Nase, durch den Mund aus, einatmen, aus, zweimal noch atmen, tief ein, ausatmen, noch eins, einatmen, sehr gut, jetzt, komm mal, nach links, nach rechts, mit den Füßen, okay. Viermal noch, drei, zwei Step-Touch mit Schulterkreis, Single, Single, Double, Double. Single, Single, Double. Single, Schulterkreis nach hinten. Single, Single und von Anfang an wieder. Hoch, drei. Vier, drei, zwei Step-Touch. Double. Single, Single, von Anfang an wieder, hopp. Vier, drei, zwei, jetzt der Touch. Sieben. Vier, drei, zwei, jetzt Side to Side.
komm nach vorne mit deiner Seite sein. Lecker hinten. Okay, wir gehen weiter mal mit einem Double Step Touch. Nach links, nach rechts. Griff ein. Hinten, Kreuz mal. Und jetzt geht's zu mir. Okay.
zu mir kommen. Okay, Ferse nie. 4, 3, 2. Komm mal hoch, die Füße zeigen in eine Richtung nach vorne. 2. Schieb mal hinten deine Ferse zum Boden. Streck mal dein Knie aus, hinten. 2. Gut, jetzt stabilisier die Ellenbogen neben den Rumpf. Gib mal dein Becken. 2. Hände hoch. 8, 7, 6, 5, 4. Drei, komm nach vorne mit der linken. Tief, tief, hoch, hoch. Pulsier mal in einem Fuß. Und die Füße zeigen hier auch in einer Richtung. 4, 3, 2. Okay, jetzt. Mach nur deine Rücken und lang. 2 mal noch. Schulter kommt im Kreuz und rum. 2. Okay, jetzt. Komm mal, Schulterkreis nach hinten. 4, 3. Okay, jetzt. Komm mal mit den Händen. Kreis mal mit den Händen von innen nach außen. Von außen nach innen jetzt. 4, 3. Okay, jetzt Step Touch. 7. Wir dehnen unseren Deltoid. Wechsle die Seite. 8, 4, 3. Okay, jetzt Side to Side. Wieder öfter mal die Ellenbogen schließen. 4, 3. Schieb mal die Finger in Richtung Decke. 4, 3. Okay, jetzt Side to Side. Vergib mal bitte die Finger. Lass die Ellenbogen like the ball. Nicht durchdrücken. 4, 3, 2. Okay, jetzt Marsch. Du kannst ein wenig Wasser trinken. Ein paar Schlucken. Vier, drei, zwei.
Jetzt kommt ganz tief mit deinem Po, mit den Händen, komm nach vorne. Du solltest hier deine innere Oberfläche
6,
los, komm. Hopp, hopp, hopp. Senk dein Po noch mehr. Vier, drei, zwei, verlagere dein Gewicht auf deine rechte Seite. Gib mal dein Knie bitte an Rücken nach links. Ausatmen, ein. Gut, auf das Tempo jetzt. Hopp, 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 bei mir auf das Tempo. Komm mit mir. Acht, sieben, vier, drei. Gut, jetzt. Hopp, hopp. Viermal auf vier, drei, zwei, auf das Tempo, jetzt geht's los. Jog am Platz. Hopp, hopp, hopp. Sieben, vier, drei, step out. Geht's sehr gut? Ich hoffe schon. Gut, wir brauchen die Matten. Trink ein wenig Wasser. Kommt ihr bitte in vier Füße. Wenn du Handgelenkprobleme hast, du kannst die Übung in Unterarmstützung durchführen. Gut? Geh mal bitte deinen Fuß vom Boden ab. Kopf ist in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Okay. Atmen. Ab. Viermal noch, vier, drei, zwei, okay, jetzt komm, hoch, gewandt, komm nach vorne, viermal noch, vier, drei, zwei, und ein. Gut, jetzt. Gut, jetzt komm. Beug mal dein Knie. Vier, drei, zwei, mit kleinen Bewegungen. Bleib oben. Acht, sieben, vier, drei, okay, jetzt. Wir wechseln die Seite. Komm mit den Vierfüßler, steck mal. Dein Knie aus, Kopf ist in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Komm mal hoch und tief.
kleinen Kniebeuger an, dann mach oben die. Kopf sollte in Verlängerung deiner Wirbelsäule sein. 4, 3, 2, bleib da oben und mit freier Bewegung. Komm mal hoch und tief. 8, 7, 4, 3, 2, 1 und komm mal. Komm bitte so in Seitenlage, oder wenn es für dich anstrengend ist, beide Knie auszustrecken, du kannst unten dein Knie beugen. Komm mal hoch und tief. Hoch. 8, 7, 5, 4, 3, 2. Okay. Jetzt komm mal in Seitenlage, gib mal dein Knie an. Geh mal. Ausatmen, einatmen, komm hoch und tief. Atme noch. 8, 7, 5, 4 mal, 3, 2. Gut, jetzt streck mal bitte dein Knie aus, doppel hoch, doppel tief. Heb mal an, wenn du ausatmest, wenn du einatmest, komm mal tief. Heben, heben. Und senken. Hoch, hoch. Viermal hoch. Heben, heben. Komm mal tief. 3, hoch. Tief. Zweimal heben, heben. Und noch 1. Okay, 3. Kleine kommen jetzt. 3, 2. Komm bitte tief. 3, 2. Komm tief. 3, 2. Komm tief. Okay, 4 mal. Komm mal hoch, hoch und tief. Atme aus durch den Mund, durch die Nase einatmen. 2 mal. Und noch 1. Gut, jetzt lass bitte deinen Fuß da oben halten. Halte die Position. Halten, halten. Es tut schon weh? Bei mir schon. Klar, du. Langsam kommt tief. Okay, jetzt massiere dich, massiere dich. Gut, wir wechseln die Seite wieder. Komm hier bitte in Unterarmstützung. Deine Ellenbogen sollte unter deinem Schultergelenk sein. Gib mal. Du kannst leichter machen, wenn du unten mit deinen Knie zum Boden kommst. Sonst heb mal an. Hoch, 8, 7, 4 mal, 4, 3, 2, okay, jetzt beugen wir die Knie, Knie auf Knie, Hüfte auf Hüfte, Schulter auf Schulter, atme aus durch den Mund, durch die Nase ein, komm mal hoch und tief. 8 mal, 8, 7, 4 mal, 3, 2, jetzt steck mal mit deinen Knie aus, komm doppelt hoch, doppelt tief, hoch, hoch, tief, tief, heb an, dann langsam senken, ausatmen, aus, einatmen, heben, heben, 4 mal hoch, komm hoch, hoch, tief, tief. 3 mal. 2 mal noch. Komm mal hoch, hoch. Und tief und noch 1. Gut. Jetzt hier mal ab. Halten, halten, halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okay, langsam senken, massieren, massieren.
Unterarmstützung. Halt rein klein. Halte dein Po angespannt, dein Becken im Kiefer. Heb mal bitte deinen Fuß anheben und senken. Heb deinen anderen und senken. Komm mal hoch und tief.
Langsam. Zwei. Wir wechseln die Richtung.